Seit 150 Jahren ist sie sein Zuhause. Und dort wird er gebührlich und mit dem Respekt eines weltberühmten Hausherrn behandelt. Die imposante Marmorstatue des David, die Michelangelo Anfang des Jahres 1500 schuf, stand jahrhundertelang im Freien, bevor sie in der Galerie dell'Accademia in Florenz in einem eigens für sie errichteten Haus Schutz vor der Witterung fand. Lui è stato trasportato 150 anni fa in questo museo e lo vediamo in un contesto religioso. Il museo è stato costruito proprio a forma basilicale con un'abside e proprio al centro dove in genere troveremmo l'altar maggiore abbiamo il David di Michelangelo. Die mehr als 5 Meter hohe Statue des Hirten, der den Riesen Goliath besiegte und dann zum König der Juden wurde, ist heute eine der bekanntesten Skulpturen der Welt. Sie wird sorgfältig und regelmäßig gepflegt. Alle 2 Monate schließt das Museum für einen Tag, damit David entstaubt und gründlich kontrolliert werden kann. Ci si affeziona e si conosce l'opera, no? Si vede cambiare, si controlla che tutto vada nel verso giusto, come ci si prende cura di una persona cara. Der Hausherr scheint sich nicht sonderlich an den hunderten Menschen zu stören, die ihm täglich einen Besuch abstatten. Aber wer ihn gut kennt, weiß, dass das nicht stimmt. Veramente mi chiedo che cosa possa pensare di quello che vede intorno a sé tutti i giorni, di tutta la gente che arriva per vederlo, se veramente si sente, diciamo, compreso da chi arriva, se lo conoscono a fondo, se capiscono dove si trovano. Für die kommenden 2 Monate bis zum nächsten Abstauben wird David weiterhin geduldig BesucherInnen empfangen. Qui invece siamo a Piazza della Signoria, dove da 150 anni una copia del David di Michelangelo presiede la città. Certo non importante come l'originale conservato alle gallerie dell'Accademia, ma comunque un simbolo necessario per l'arte e la cultura italiana.